Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Fischer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Abend. Und vielen Dank, liebe Phoenix-Kontakte und auswählende Jury, dass Sie mir die Gelegenheit geben, heute Abend hier zu Ihnen zu sprechen vor diesem wunderbar großen Publikum und meine Betrachtungen aus dem Bereich der Neuropsychologie einmal darzulegen. Alles Neuro oder was, habe ich meinen Vortrag heute Abend ein bisschen hemdsärmlich so getitelt. Und da steckt ja auch zunächst einmal eine Frage drin. Sie haben das Fragezeichen ja erwähnt, Herr Fischer. Und die Frage will ich jetzt zu Beginn mal beantworten. Die Antwort auf die Frage, alles Neuro oder was, heißt schlicht und einfach ja, alles Neuro. Denn alles, was wir erleben in diesem Leben, alles, was uns zustößt und alles, was wir tun, alles, was wir träumen und was wir begehen, was wir fühlen, denken, sprechen und handeln, geschieht auf der Grundlage der Aktivität von Nervenzellen. Und das sind bekanntlich die Neuronen. Und was die tun im Einzelnen, ist uns in den letzten Jahren der Forschung eigentlich erst so richtig bekannt geworden. Darüber gibt es im Laufe der letzten 10 Jahre eine ganze Reihe von neuen Erkenntnissen. Wir haben diese Erkenntnisse insbesondere den Fortschritten in der Apparatemedizin zu verdanken, den Einsichten, die uns durch die bildgebenden Verfahren im Bereich der funktionalen Magnetresonanztomographie eröffnet werden. Über dieses möchte ich Sie gerne heute ein wenig informieren, und zwar indem ich zunächst die Aktivität dieser Neuronen beschreibe, dann auf eine etwas höhere Beschreibungsebene wechsle und ihren Funktionszusammenhang im Rahmen unseres neuronalen Netzwerks, was unser Gehirn darstellt, beleuchte und dabei dann insbesondere nochmal in meinem letzten Teil auf das eingehe, was sich im mittleren Bereich unseres Gehirns, der nach heutiger Erkenntnis der handlungsrelevante und erlebnissteuernde Bereich ist, abspielt. Und hierbei namentlich möchte ich betonen, welche Rolle den Emotionen zukommt. Denn insbesondere über deren Rolle und Funktion hat sich unsere Auffassung in den letzten Jahren gewaltig verändert.